Willkommen zu Camping und Wohnmobil News und Neuheiten. Alle Links, Foren und Produkte auf womo.blog. Der lange Sommer ist vorüber. In der Folge 10 2022 berichten wir euch wieder über aktuelle Zubehör- und Techniktrends, Highlights aus Foren und Facebook-Gruppen und ja, was uns in den letzten Wochen im Internet so aufgefallen ist. Heute haben wir ein paar spannende Neuheiten und interessante Themen für euch. Compo Closet hat die perfekte Toilette für euch. Von Reich gibt es einen neuen Wasserfilter, die länger halten, das spart Geld, einen universellen Grill, Gas, Holzkohle, Kohle oder Kocher im Wohnmobil. Nehmt den Arzt einfach mit in den Urlaub. Das ist ein unglaublich gutes Gefühl. Fernreisen werden wieder hip und wir haben viele tolle Ziele und Ideen ganz in der Nähe. Klein, aber wichtig, hier denkt man besser nachhaltig, Gasfilter. Do it yourself, baut euch euren eigenen Dachfensterventilator. Und es gibt sie noch, Camper-Regeln. Don't panic, es herrscht kein Mangel an Gas. Autark sein trotz Kompressorkühlschrank, schlechter Service nach dem Kauf und Holger Baunach empfiehlt den Hubstauraum. Habt ihr auch News und Neuheiten für uns? Produziert vielleicht selbst etwas oder benutzt ein Gadget, von dem ihr der Meinung seid, dass es auch toll für andere wäre? Dann sendet uns am besten eine E-Mail. Wir finden es immer wieder spannend, was ihr da so ausgrabt und vieles davon landet dann in der nächsten Sendung. Nach dem Intro geht's los, aber da das Ende. Nicht alle schauen, schon jetzt mal der Hinweis. Abonniert unseren Kanal, besucht uns auf womo.blog. Da warten viele Selbstbauanleitungen, Produkttests und Reiseberichte auf euch. Schreibt ordentlich Kommentare unter diesen Clip oder schickt uns Mails oder kommentiert auf womo.blog. Auf dem Caravan-Salon war es eins der großen Themen. Wir berichten ja schon seit Jahren darüber. Trenntoilette. Manche sagen auch Trockentoilette oder Komposttoilette. Noch nie gab es so viele Hersteller, aber jetzt gibt es eine neue mit Kurbel. Und die hat es wirklich in sich. Und stellt meines Erachtens alles in den Schatten, was bislang am Markt erhältlich war. Wir sind ja Fans der Kurbel. Unsere Erhard hat auch eine und in unserem nächsten Fazitvideo will ich darauf eingehen, warum wir das mit dem Kurbeln so gut finden. Cuddy heißt das gute Stück und der britische Entwickler hat nichts weniger im Sinn, als die beste Trenntoilette zu entwickeln. Und das zu einem Preis von nur 799 Euro. Das ist mal eine Kampfansage. Hier steht sie und ich bin mächtig stolz, eine zeigen zu können, denn die Cuddy von Compo Closet ist zwar schon tausendfach verkauft worden, aber alle vorbestellt und erst jetzt kommt sie in den Handel. Das Überzeugendste ist ihr Aussehen. Funktionell, schlicht, geradlinig. Passt mit der Rückseite an jede Wand. Der aufklappbare Deckel rutscht dabei ein wenig nach vorne und kann aufrecht stehen und stört dementsprechend an der Rückwand nicht. Echt gut durchdacht. Dazu eine leicht zugängliche Kurbel an der Vorderseite, die somit nicht im Raum oder im Weg steht. Das ist meines Wissens bei allen anderen Komposttoiletten, Kurbeltoiletten der Fall und oft ein Hinderungsgrund. Compo Closet hat auch hier mitgedacht und die Kurbel verschwindet komplett im Gehäuse. Außerdem gibt es eine Füllstandsanzeige für den Urinkanister. Man weiß sofort, wann es Zeit ist zu entleeren. Und dazu ist das gute Stück aus robustem Kunststoff und somit leicht sauber zu halten, was bei einem Klo meines Erachtens ganz wichtig ist. Hier haben wir ein geschlossenes System aus Kunststoff mit einem 6,5 Liter Urinbehälter und einem richtig großen 14,7 Liter Feststoffbehälter. Der ist noch dazu separat und so lassen sich die Fäkalien leicht im Eimer herausnehmen und ausleeren. Schon eingebaut ist ein Lüfter mit Kohlefilter zur Geruchsneutralisierung. Alles Dinge, die bei anderen Toiletten nachträglich eingebaut werden. Zusätzlich lässt sich die Entlüftung auch nach außen führen. Muss man nicht, kann man aber. Ich empfehle es. Gerade weil es hier noch so einfach zu realisieren ist.
Der Lüfter braucht gerade mal 80 mA pro Stunde und kann also den ganzen Tag laufen, ohne wesentlich eure Batterie zu belasten. Zudem besteht der Kohlefilter aus handelsüblichen Pellets, die ihr auch in Zoohandlungen zum Beispiel bekommt und solltet einmal im Jahr gewechselt werden. Wie funktioniert's? Erst einmal. Man sitzt richtig ordentlich drauf. Mit 41 x 38 x 42 cm passt die Toilette eigentlich auch in jeden Van. Für mich passt die Höhe zum Sitzen sehr gut. Wie der Name schon sagt, wird bei einer Trenntoilette der Urin getrennt gesammelt. Bei zwei Erwachsenen, die nur die eigene Toilette benutzen, kommen wir zumindest auf 6 Liter pro Tag. Ihr merkt schon, den Urinkanister, den müsst ihr jeden Tag leeren. Dafür genügt jedes Toilettenhäuschen. Der kleine Kanister lässt sich verschließen und gut transportieren. Unsere eigene Trenntoilette hat einen Fäkalienbehälter mit etwa dem gleichen Volumen und reicht für uns immer 10, eigentlich ja auch bequem 14 Tage. Das Maximum waren mal 21 Tage, da war er noch nicht einmal ganz voll. Aber wir haben uns angewöhnt, so im 14-Tage-Rhythmus zu leeren. Das sollte hier eigentlich ebenfalls möglich sein. Und genau das ist das Geniale an Trenntoiletten. Ich leere nur noch alle paar Wochen und den Urin ja täglich wegzuschütten, das ist unproblematisch. Aber das Allerbeste ist, es riecht wirklich nicht. Im Wohnmobil eh nicht und auch beim Ausleeren ist der Fäkaleimer bei weitem nicht so wie die normale Toilettenkassette mit dem Gülle- und Urinwasser-Fäkaliengestank, der da rauskommt. Ja, ich weiß, das glauben nun wieder viele nicht, aber es ist so. Wie das mit dem Entsorgen funktioniert und dass auch Durchfall kein Problem ist, haben wir in unserem mittlerweile 160.000 Mal aufgerufenen 3-Jahres-Fazit erklärt. Verlinke ich euch. Wenn euch das Thema interessiert, schaut mal rein. Mache ich nur ein kleines Geschäft, brauche ich die hintere Klappe nicht. Spritzt da doch mal Urin hin, läuft der nach vorne in den Kanister ab. Weiß ich nicht so genau, ob ich groß oder klein, ja, dann besser den Drehknopf bedienen und die große Klappe geht auf, die mir deutlich größer erscheint wie bei vergleichbaren Toiletten. Da muss man weder als Mann noch als Frau zielen, das funktioniert einfach der Anatomie wegen. Der Urin läuft, wie gesagt, durch die perfekt geformte Schüssel nach vorne in den Kanister ab. Der hat extra einen Automatikverschluss. Urin kann rein, aber nichts kann heraus. Durch einen zweiten Ablauf kann der Kanister dann entleert werden. Ihr füllt am besten in den hinteren Fäkalienbehälter Kokoshumus. Die Kurbel der Kaddi sorgt dann im Laufe der Zeit dafür, dass die feuchten und trockenen Teile immer wieder durchmischt werden. Und ja, an den Rand kommt die Kurbel zwar nicht, aber trotzdem verlängert diese Methode den Entleerungsrhythmus. Nochmal zur Kurbel. Das ist wirklich etwas Besonderes. Die Entwickler haben die Kurbel so konzipiert, dass möglichst viel umgegraben wird, um den Behälter maximal zu nutzen. Wird der Eimer herausgehoben, trennt sich dann automatisch die Kurbel von dem Mechanismus im Inneren. Ich bin wirklich sehr angetan von dem guten Stück. Seit langem gab es keine Trenntoilette mehr mit Kurbel und diese hier ist von echten Benutzern entwickelt worden, die wissen, worauf es ankommt und das merkt man. Kaddi, die neueste Trenntoilette mit eingebauter Kurbel, Links im Text unter dem Video oder auf womo.blog. Überhaupt haben wir auf womo.blog zu diesen News und Neuheiten immer noch weiterführende Infos. Also schaut euch am besten immer parallel zu unserem Video den Blog an. Ihr Camper da draußen, der Sommer war sehr lang und viele von euch haben unsere Videos zum Trinkwasser gesehen. Wer nicht, die Links findet ihr jetzt im Blog. Auf jeden Fall habe ich mit vielen von euch per Mail und in den Kommentaren diskutiert, was notwendig ist und was unnütz. Und ja, ein beliebtes Argument war, habe ich schon immer so gemacht, mache ich auch weiter so. Das ist verständlich und menschlich. Das hat wahrscheinlich der Steinzeit-Nachbar zum Erfinder des Rades auch schon gesagt. Brauche ich nicht, ich habe es schon immer mit dem Buckel getragen. Was ich damit sagen will, manche Erkenntnis reift langsam. Man braucht kein Silber,
und irgendwelche Mittelchen im Wassertank, UV ist gut, O2 auch, regelmäßig reinigen und beim Wasserbunkern schön aufpassen, das war's. Was ich aber nach wie vor für sinnvoll erachte, ist ein Vorfilter beim Befüllen. Nun hat Reich auf der Messe mir seinen neuen Vorfilter gezeigt, den ich euch hier heute vorstellen will. Easy Driver My Clean Water. Der zuverlässige Filter für reines Frischwasser on Tour. My Clean Water sagt Mikroorganismen wie Bakterien, zum Beispiel Legionellen, E. coli oder Pseudomonaden sowie Protozoen und Pilzen den Kampf an. Ups. Der sichere Filter sorgt durch seine mikrofeine Membran für einen Bakterienrückhalt von 99,99999%. Für reines Trinkwasser und pure Erfrischung. Reich, das ist übrigens der Hersteller der Wasserrohre und Kupplungen in den allermeisten Wohnmobilen. Diese blauen Winkel und Stecker kennt ihr sicher auch. Und Reich hat schon seit vielen, vielen Jahren auch UV-Bestrahler und Filter im Angebot. Lange bevor die meisten anderen damit auf den Markt kamen. Dieser Filter hat dabei einige Vorteile. Er passt mit seinen Gardena-Anschlüssen sofort auf die meisten Schläuche. Er hat Wechselfilter und jetzt kommt's, was ihn von den meisten anderen Filtern unterscheidet. Reich hat die Filter so gebaut, dass sie nur einmal im Jahr getauscht werden müssen. Bei den meisten anderen Herstellern ist ein 3-Monats-Rhythmus vorgesehen mit entsprechenden Kosten. So ist der Austauschfilter mit 79 Euro zwar teurer, aber was nutzt mir ein Filter für 49 Euro, den ich 4-mal im Jahr wechseln soll? Dazu kostet das Starter-Set mit dem Gehäuse 99 Euro. Aufdrehen. Filter einsetzen. Los geht's. Wer also dem Wasser vor Ort nicht traut, der sollte sich einmal die Reich-Wasserfilter anschauen. Link auf womo.blog oder im Text. Piccoli Edelstahlgrill oder Piccoli Edelstahlgrill. Als Werbung bekommt man solche Edelstahlgrills regelmäßig auf Facebook und Insta gezeigt. Der Piccoli ist aber anders. Nicht nur, dass man ihn winzig zusammenlegen kann, er Spülmaschinen geeignet ist und es ihn nicht nur in Edelstahl, sondern mit einem Bruchteil des Gewichts sogar in Titan gibt. Das Besondere ist, dass man diesen Grill auf dem Gaskocher benutzen kann oder im Wohnmobil auf dem Herd, aber ebenso mit Kohle oder auf echtem Holzfeuer. Also egal welche Hitze ihr habt, das ist der passende Grill dazu. Dabei ist die Technik ganz einfach. Teile anordnen, zusammenstecken. Je nach Art der Hitze gibt es verschiedene Möglichkeiten. An den Seiten einrasten lassen, das Wärmeleitblech dazwischen stecken und dann die vierte Seite einrasten lassen. Grillblech drauf und fertig. Geht super auch als Toaster beim Frühstück, aber auch beim Lagerfeuer draußen. Mit Restglut am Morgen als Kocher für den Kaffee oder gleich mit Kohle drunter. Natürlich auch im Wohnmobil mit einem ganz normalen Gaskocher. Das ist aber jetzt was für Minivans, Vanlife, Wandern, Outdoor am See, für den Campingplatz mit Lagerfeuer aber ebenso. Das Schöne ist, dass man durch das Edelstahlblech alles wieder schnell sauber bekommt. Und was mir einfach super gefällt, die Jungs sitzen in Deutschland und schneiden aus Edelstahl diese Kocher in kleiner Auflage. Das sind Tüftler mit Hang zur Perfektion und das merkt man, denn sie achten extrem aufs Gewicht. Der Edelstahl-Piccoli wiegt 1300 Gramm, der aus Titan gerade einmal 500 Gramm. Ja, ist es ein Piccoli oder ein Piccoli? Nun, als ich im Impressum auf der Internetseite sah, dass einer der Macher Oliver heißt, war mir klar, das ist ein Piccoli. Also Piccoli, der besondere Grill aus Edelstahl für alle Flammen und unkaputtbar, gibt's ab 149 Euro im Shop. Links im Text oder auf womo.blog. Ich hatte im Urlaub einen Unfall und vielleicht ist es euch auch schon mal so gegangen. Krank und ihr wart im Ausland, fremde Sprache und völlig andere Gepflogenheiten, anderes Gesundheitssystem. Wir reden jetzt nicht von Deutschland oder den Nachbarländern. Denkt euch mal einfach ganz weit weg.
Da wird der Gedanke, krank zu werden, von ganz anderen Gefühlen begleitet. Abrechnung, Sprachprobleme und dann überhaupt verstehen, was gemacht werden soll und muss. Unsicherheit, ob das alles richtig, bis hin zur Verzweiflung, alleine zu sein. Bei mir war es glücklicherweise die Schweiz, aber auch hier lief schon mal alles anders. Insbesondere, als es ans Bezahlen ging. Aber zumindest hat die super freundliche Krankenschwester mich dann noch persönlich mit dem Auto zum Wohnmobil gefahren. Da saß ich dann mit meiner kaputten Schulter, alle Sehnen und Bänder gerissen, hatte Schmerzen bis zum Abwinken und keine Ahnung, wie es weitergehen sollte, geschweige denn, wie wir mit dem Wohnmobil nach Hause kommen sollten. Im Herbst hatte ich euch über Travel Medic berichtet und damals nicht geahnt, dass ich diesen Dienst am eigenen Leib schon im Februar ausprobieren sollte. Also habe ich dort angerufen, erzählt, was passiert ist und eigentlich erwartet, dass mir jemand sagt, ja, wird schon, und ein paar tröstende Worte und ja, dann über die Abrechnung reden. Aber nein, es war viel besser. Die Dame auf der anderen Seite hat mir die Hand gereicht, mir Zuspruch gegeben, den Kontakt zu einem Arzt hergestellt, mir schon gesagt, dass man uns, wenn gewünscht, mit dem Wohnmobil heimholt. Wir waren in St. Maun, die enge, steile Serpentinenstraße vereist. Nadja hatte Muffensausen. Der Arzt hatte sich die Bilder angeschaut, die Diagnose nicht geteilt und dann klipp und klar gesagt, wie es weitergehen muss und uns so den Weg geebnet. Kein Drama, nichts muss schnell passieren, viel Schmerzmittel helfen erst einmal, aber die ich bekommen hatte, waren eher zu gering dosiert. Derweil hat die Dame mir schon eine Mail geschrieben, wie ich später mit der Schweizer Arztrechnung verfahren soll. Travel Medic hatte sich zu diesem Zeitpunkt schon für uns gelohnt. Am nächsten Tag sind wir abgereist, Nadja hat uns heimgefahren und die Abrechnung im Ausland war organisiert. Zu Hause konnte ich dann zu meinem normalen Arzt gehen und wurde ein paar Wochen später operiert. Ja, soweit alles normal. Genial fand ich, dass nach 14 Tagen das Telefon klingelte und die Dame vom ersten Anruf sich meldete und sich erkundigte, wie es mir ginge und ob sie noch etwas für uns tun könnte. Da war ich echt sprachlos. Vor einer Woche habe ich deswegen ein Interview mit dem medizinischen Leiter, quasi dem Erfinder von Travel Medic, geführt, das meines Erachtens sehenswert ist und leider viel zu wenige geschaut haben. Ich hoffe, ihr holt das jetzt nach. Marco Röschmann erzählte dort nicht nur, was ihn bewogen hat, eine Assistance zu gründen, die auch bezahlbar ist und wie wichtig es ist, nicht nur eine Versicherung zu haben, sondern Ärzte, die rund um die Uhr bereit sind zu helfen. Denn darum geht's. Eine Versicherung leistet erst hinterher. Die Assistance von Travel Medic kannst du aber schon vor dem Urlaub nutzen. Proaktiv, bevor du losfährst. Zum Beispiel Krankendaten hinterlegen. Falls etwas passiert, wird so noch schneller geholfen. Man kann sich mit einem Arzt besprechen. Verschiedenste Sprachen werden unterstützt und die Kostenübernahme schon ganz am Anfang geklärt. Und ist es notwendig, sucht Travel Medic den besseren Arzt oder ein anderes Krankenhaus, das besser geeignet ist. Schickt Geräte zum Urlaubsort, Medikamente, Angehörige. Und wenn man allein die drei Geschichten, die er mitgebracht hat, hört, ahnt man, dass das leider viel öfter vorkommt, als wir uns alle am Anfang einer Reise vorgestellt haben. Travel Medic ist keine Versicherung, sondern eine ärztliche Assistance. Kostet 39 Euro für Singles, 69 für Paare und 99 Euro für Familien. Es gibt keine Altersbegrenzung, nur eine maximale Auslandsreisedauer von 56 Tagen. Dann solltet ihr mal deutschen Boden betreten, ja, und weiter geht's. Auf jeden Fall war es die richtige Entscheidung, vor unserem letzten Skiurlaub dort beigetreten zu sein. Das war jetzt keine Neuheit, aber mir persönlich war es wichtig, es euch zu erzählen. Ich bekomme auch kein Geld dafür, da ich mir denke, dass viele von uns immer wieder mit einem unguten Gefühl ins Ausland starten, wollte ich euch das einfach nochmal erzählen. Und ich denke, es ist wichtig, denn es geht um unsere Gesundheit. Links auf womo.blog oder im Text. Es gibt Hoffnung. Der Campingboom geht zu Ende. Zumindest hoffe ich das. Und es gibt einen Indikator, der mir sagt, die alten Zeiten kommen wieder. Bei meiner Buchrecherche fand ich nämlich gerade im Bruckmann Verlag erstmals wieder ein Buch über Kreuzfahrten. 101 Dinge, die man über Kreuzfahrten wissen muss. Ihr merkt schon, dieses Buch richtet sich nicht an die alten Hasen, die schon 100-mal auf der AIDA oder Mein Schiff unterwegs waren. Hier werden gezielt Neukreuzfahrer angesprochen und ein Verlag
druckt doch erst gar kein Buch, wenn er nicht davon ausgeht, dass jetzt die Zeit kommt, wo das hier viele lesen. Ergo geht man dort davon aus, dass es wieder mehr neue Kreuzfahrer geben wird. Oder umgekehrt, es gibt sie wieder vermehrt, die Fernreisenden und die Kreuzfahrer. Das Buch gibt's im Bruckmann Verlag, sicher nett als Geschenk zu Weihnachten oder zum Geburtstag für alle eure Freunde, die eben nicht campen wollen. Außerdem haben wir wieder ein Buch aus der Serie Kleine Auszeiten. Diesmal Wanderauszeiten Südtirol. Die Serie ist kein Kompendium über eine Region, aber perfekt, wenn man auf der Suche ist nach einer netten Tour. Detailliert und trotzdem klein genug, um auch im Rucksack dabei zu sein. Und fast genauso läuft es bei den Herzensstücken. Ostseeküste Schleswig-Holstein. Das ist ein Appetitmacher auf die gesamte Region. Auch hier findet ihr nicht nur Highlights, sondern eben auch die kleinen Geschichten nebendran und ganz viele Ideen für Ausflüge, Museen, Gaststätten und besondere Feste. Lohnt sich. Hamburg. Hamburg ist eine der meist unterschätzten Städte in Deutschland, finden wir. Seitdem Inga in Hamburg wohnt, waren wir schon zweimal dort und sind jedes Mal erstaunt und begeistert von dieser Stadt. Da wir immer mit dem Fahrrad in Hamburg unterwegs sind, passt das Buch hervorragend für uns. Radel dich satt. Hamburg und Umgebung mit 25 leichten Radtouren zu originellen Restaurants und Ausflugslokalen. Perfekt für Ortsunkündige. Also genau für uns. Ein paar der Sachen haben wir jetzt schon gesehen. Das alte Land will ich euch besonders ans Herz legen. Keine schweren Touren, dafür viele Bänke zum Sitzen und Schauen und Picknicken oder im Obstparadies dann essen gehen. Für Notfälle gibt es auch einen Fahrradbus zurück. Schönes Buch mit tollen Ideen. Ja, und jetzt und zuletzt unser mystischer Odenwald. Wir wohnen nicht weit davon und kennen ihn doch so wenig. Wie das halt so ist, in der nächsten Nähe kennt man sich nicht aus, aber Fremde kommen deswegen hunderte Kilometer angereist. Aber je öfter wir hinfahren, desto besser gefällt uns diese Landschaft. Manchmal ursprünglich und so ländlich, dass man es nicht glauben mag, nur 20, 30 Kilometer von einer Großraumregion entfernt zu sein. Sehr spannend. 34 Wanderungen, 3-4 Stunden Gehzeit mit ein wenig mehr wie 10-12 Kilometer. Es gibt auch kürzere. Dafür alle mit tollen Aussichten und überraschenden Einsichten. Ob jetzt die Burg Lindenfels, das Felsenmeer oder die römische Villa. Es gibt so vieles, das wir nicht im Odenwald erwartet hätten. Und gerade jetzt im Herbst ist es dort wunderschön, wenn die Blätter sich bunt färben und beim Wandern man froh ist, dass man nicht ins Schwitzen kommt. Dazu gibt es allenthalben Wanderparkplätze und nette Stellplätze bis hin zu privaten Möglichkeiten, sein Wohnmobil legal auf der Wiese abzustellen. Stay Better. Stay Better hat da einige Angebote und wir standen zuletzt ganz allein auf einer großen Wiese. Auch so eine Empfehlung. Odenwald ist eine Reise wert. Links im Text oder auf womo.blog. GOK oder GOK, wie ein Mitarbeiter mir sagt. Also GOK kennen die meisten von euch wegen der Druckminderer an Gasflaschen, an Grills. Oder von euren Campingfahrzeugen. Aber, und das wissen die wenigsten, GOK hat früher auch für andere namhafte Hersteller die Gasdruckgeräte und Filter gefertigt. Diese verkaufen sie nach wie vor und sind dabei auch noch günstiger. Jetzt hat sich einer bei GOK gedacht, wir wollen nachhaltiger sein und weniger Ressourcen verbrauchen und hat einen neuen Gasfilter erfunden. Die Idee dabei ist, dass man die Teile weiter benutzt und nur den eigentlichen Filter austauscht und wegwirft. Das mag jetzt nach nicht viel aussehen. Wenn einer von uns seinen Filter auswechselt, ist das sicher wenig. Machen es Tausende oder Hunderttausend, kommen im Laufe der Zeit ja ganz schöne Berge zusammen. Und der wird jetzt ein Stück kleiner. Und was auch schön ist, der Austauschfilter wird damit günstiger. Die Filterpatrone 2.0 setzt sich aus einem Stützkern und einem Filtereinsatz zusammen. Bei einem Austausch muss nur der Filtereinsatz ersetzt werden, der Stützkern, der wird weiter benutzt. Wenn ihr also in der nächsten Saison einen neuen Filter braucht, dann bitteschön die Version 2.0. Filterpatrone 2.0 passt auch in alle
GOG-Gasfilter oder auch in die Truma-Gasfilter bis Baujahr 2019. Das spart nicht nur Geld, sondern auch Ressourcen. Kleine Idee, tolle Wirkung. Danke an GOG. Verlinken kann ich euch nur die Seite von GOG zu kaufen bei Camping Wagner erst in Kürze. In den Foren und Facebook-Gruppen bin ich wieder fündig geworden. Nicht jeder will einen Max-Fan oder den Dometic Fantastic Vent in sein Wohnmobil einbauen. Zu teuer, zu aufwendig, aber wenn es im Sommer so richtig heiß ist, dann hätte man doch gerne einen solchen Ventilator. In der Facebook-Gruppe Wohnmobil Tipps und Tricks bin ich wieder einmal fündig geworden. Dort diskutieren Leute, wie sie mit ihren PC-Ventilatoren das gelöst haben. Manchmal ganz simpel. Ich hatte mir vor Jahren 4 solcher Ventilatoren gekauft, zusammengeschraubt, mit ein paar Schrauben auf einem Brett in die Dachhaube geklemmt. Dann war es auch dunkel und die Sonne blieb auch draußen. Ja, natürlich Löcher an der Stelle der Ventilatoren und mit einem Kabel an 12 Volt angeschlossen. Mit simplen Ein- und Ausschaltern konnte ich jeden einzelnen dieser 4 Ventilatoren ein- und ausschalten. Alle 4 waren im Hochsommer an und bliesen die Luft aus dem Wohnmobil nach außen. Wobei 4 Stück da schon ganz schön Wind machen. Deswegen waren oft nur einer oder 2 angeschaltet. Dabei darauf achten, dass sie sehr leise sind. Dafür habe ich diese hier. War gar nicht so einfach, denn mancher Lüfter ist richtig laut. Ich verlinke euch die. Man kann die Ventilatoren auch drosseln. Dazu braucht es dann eine kleine Schaltung oder ja, wie ich halt mit einfach 4 Schaltern. Einfach und simpel die Konstruktion in die Dachhaube eingehängt und an einer kühlen Seite des Wohnmobils ein Fenster, einen Spalt geöffnet. Dann habt ihr einen stetigen, kühlen Luftzug auf der Haut. Sehr cool. In den Posts findet ihr weitere Möglichkeiten, am besten mal reinschauen. Oder bei uns auf womo.blog mal den Einbaubericht zum Fantastic Vent anschauen, wenn ihr die fertige Lösung bevorzugt. Verlinke ich euch wie gewohnt. Camperregeln. Nicht ganz ernst gemeint und doch ein ernstes Thema. Aber zumindest nett geschrieben, fasst es zusammen, was viele von uns denken, wenn es um das Camperleben und den Umgang miteinander geht. Bei Camping aus und mit Leidenschaft hat Christian Flügge gepostet, was er als Camperknigge so kennt. Da geht es um Parzellenlatscher. Kennt ihr auch. Also die, die einmal quer über den Campingplatz zwischen allen Zelten und Wohnwagen hindurch marschieren. Finde ich eigentlich nicht schlimm, wenn wenigstens Zeit für ein Schwätzchen, Kaffee oder Bier bliebe. Nur einfach querlaufen, das ist doof. Oder über das Verhalten, wenn einer neu ankommt. Wie mit Hunden umzugehen ist. Genauso wie mit Musik vom Nachbarn. Oder das oberste Gebot der Camper. Offenheit, Rücksichtnahme und Toleranz. Einfach mal reinlesen. Link wie immer unten unter dem Film oder auf womo.blog. Ganz wichtiges Thema, die Versorgungsangst. Diesel, AdBlue, Gas, Strom, Brennholz. Mir scheint's, wir sind fast wieder in der Standzeit. Und ich bin sehr gespannt, ob und wo es am Ende überhaupt Engpässe gibt. Momentan habe ich so ein Klopapiergefühl. Und am Ende hätte es nie ein Problem gegeben, wenn die Medien das nicht so aufgebauscht hätten. Zumindest beim Thema Gasflaschen gibt's Entwarnung. Das Gas in unseren Flaschen kommt nicht über die Nord Stream 2 oder ähnliches. Es ist ein Produkt aus der Mineralölwirtschaft. Früher hätte man gesagt, ein Abfallprodukt. Fällt halt an. Insofern wird es keinen Mangel geben. Mangel gibt es eher an verfügbaren Gasflaschen, denn die werden derzeit schon wieder gehortet. Man weiß ja nie, also nehmen wir noch 2 Flaschen mit. Es ist einfach bescheuert. Fakt ist, wenn ihr eure Flasche tauscht, bekommt ihr eine neue volle Flasche. Manche Baumärkte geben aber keine neuen Flaschen mehr ohne Tausch heraus. Und wer eine Tankgasflasche oder einen Gastank im Wohnmobil hat, der fährt wie gewohnt weiter an die Tankstelle und tankt dort einfach sein LPG. Also, Entwarnung. Das Flaschengas hat nichts mit Erdgas zu tun und es ist ausreichend vorhanden. Nachzulesen in einer Pressemeldung von GOG verlinke ich unten und im Blog. Hier schüttet es gerade ganz ordentlich. Kriegt das vielleicht mit, aber ich mache einfach mal weiter. Also gut, tun wir mal so, als wäre nichts gewesen. Was eben hier gerade passiert ist, hänge ich mal hinten dran. Also hat einen kleinen Cut hier.
Machen wir weiter. Die Frage kommt immer wieder, soll ich einen Absorberkühlschrank oder einen Kompressor kaufen? Absorber, das sind die, die auch mit Gas und 12 Volt funktionieren. Damit kann man auch gut autark stehen. Beim Kompressor brauche ich immer 230 Volt. Dafür ist der dann aber auch im heißesten Sommer schön kalt. Also eigentlich nur für Leute, die auf Stell- und Campingplätze stehen. Weit gefehlt. In der Facebook-Gruppe Wohnmobil Tipps und Tricks beschreibt einer seine Erfahrungen und Ausstattung. Er schreibt, wir haben unseren Absorber gegen einen Kompressor getauscht. Wir haben 180 Watt Solar, 190 Amperestunden AGM-Batterie. Der Kompressorkühlschrank hat einen Verbrauch von 2,7 Ampere, wenn er läuft. Wir sind gerade in Andalusien und der Kühlschrank läuft auf Stufe 2 von 7. Das Eisfach ist gefroren, die Getränke schön kalt, Batterien sind so gut wie immer am Anschlag gefüllt. Wir haben auch noch 160 Watt Reserve in Form einer Solartasche. Ein Tipp zum Kühlschrank, am späten Nachmittag schon nochmal deutlich runterkühlen und über Nacht dann wieder auf Normal stellen. Unsere läuft auch bei dieser Handhabung die ganze Nacht nicht mehr an. Landstrom nutzen wir nie. Ja, und dann kommt eine rege Diskussion. Ich finde so ein Praxisbeispiel prima. Und man sieht, im Sommer reicht die Solaranlage, um auch mit einem Kompressor freistehen zu können. Im Herbst und Winter sieht das dann sicher anders aus. Aber im Sommer passt das. In der gleichen Gruppe gibt's noch Folgendes. Schlechter Service nach dem Kauf. Hier könnt ihr euch ein Beispiel anschauen und in den über 200 Kommentaren kann man dann weiter schwelgen, was Leuten so nach dem Kauf eines Wohnmobils alles passiert ist. Für graue Regentage genau die richtige Lektüre. Nee, im Ernst. Das deckt sich mit unserem letzten Blog über den Caravansalon. Dort hatten wir auch einige Beispiele und angeregt, sich sehr genau auch die hintersten Ecken im Van, Wohnwagen oder Wohnmobil anzuschauen, bevor man sich endgültig entscheidet. Und sogar das schützt nicht, wie ein Kommentar später schreibt, hatte das später gelieferte Wohnmobil ganz andere Scharniere, Halterungen, ja, sogar eine andere Aufteilung. Beide Links findet ihr im Text oder auf womo.blog. Den Stauraum sinnvoll nutzen. Holger Baunach hat uns eine tolle Idee geschickt. Er hat in seinem Wohnmobil ein Hubbett. Zu zweit unterwegs benötigen sie das Hubbett nicht und auf der letzten Norwegenreise blieb die Matratze dann ganz zu Hause und dafür kam ein IKEA-Scoop-Ordnungssystem hinein. So gab es unterm Dach zusätzlich Stauraum. Und da es im Sommer in Norwegen auch richtig kalt werden kann, gab es für die dicken Sachen ausreichend Staufläche. Dazu noch super organisiert und sauber verpackt. Gute Idee, Holger. Danke fürs Zeigen. Die Bilder dazu findet ihr in großer Auflösung auch im Blog. Ja, wir sind wieder am Ende angekommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Clip gefallen. Dann gebt uns ein Like, abonniert natürlich unseren Kanal und besucht uns auf womo.blog. Da warten viele Produkttests, Selbstbauanleitungen und Reiseberichte auf euch. Und ja, na klar, schreibt uns einen Kommentar, diskutiert mit uns. Wir freuen uns über jede Mail. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen dran bleibt, dann seht ihr, was hier zwischendrin so los war.